Okay, hallo liebes Internet, hallo liebe Anwesenden. Ich begrüße euch zur 19. Ausgabe des Korrektur Augsburg. Zuerst eine Ankündigung, die Mailingliste ist kaputt gegangen, deswegen dürft ihr euch alle nochmal neu anmelden. Yay! Ein Hoch auf den Administrator! Ein Hoch auf den Administrator! Genau. Das war mein nächstes gemacht. Ist auch oder was? Genau, und jetzt geht Propatsch Teil 2 seines Vortrags über Internationalisierung mit Pestel. Richtig. Im derzeitigen Zustand ist das leider noch nichts geworden und jetzt kommt hoffentlich was draus. Viel Spaß! Okay, lasst uns starten. Der wichtigste Teil erstmal, welches Theme wollen wir haben? Letztes Mal hatten wir Odersky, das war auch recht schön. Wollen wir uns wieder an Odersky halten? Was Kontrastreiches. Passt. Gut. Der Skala ist ja auch sehr kontrastreich, von daher passt. Okay. So, was hatten wir letztes Mal gemacht? Wir haben mit Language Extensions angefangen, genau. Viele Imports geschrieben, einen kleinen Webserver aufgesetzt. Hier quasi eine Seite. Da ist eine kleine API definiert worden, die HTML zurückgibt und eine Seite rendert. Die Seite wird hier gerendert als HTML to Markup. Und die war noch relativ statisch am Anfang. Das heißt, hier sieht man englische Strings, nicht internationalisiert. Was wollen wir machen? Wir wollen es auch auf Deutsch übersetzen können. Genau. So. Darf ich eine Bemerkung reinrufen, die vermutlich Makarius sonst machen würde? Ja. Was ja quasi auch noch schlecht ist, aber ein anderes Thema. Ist, dass du den JavaScript-Code hier einfach als ASCII reingepastet hast, anstatt als abstrakten Syntaxbaum, ne? Ach so. Das heißt, wenn du jetzt einen Tipp für deinen JavaScript-Code gemacht hättest, dann wäre der einfach durch die Website gekommen, ne? Aber ich glaube, Marikarius fände das nicht so schlimm, weil der macht das ja auch gerne mit String-Inline-Strings. Also ich würde das inlinen und würde das formal checken. Ich würde deine Antiquotation reinpacken. Das ist das, was wir, ich möchte da nicht ständig unterbrechen. Also wir können da vielleicht bei der Gelegenheit noch diskutieren. Ich möchte das verstehen und dann können wir vielleicht diskutieren, ob genau. Das, wie ich das angehen würde, ob man das, wie das zusammengeht. Das war nur so ein Test. Ich kann ja mal den Webserver anschmeißen, dass das vielleicht verständlich wird. Ich glaube, ich tue den lieber hier hin und dann lieber das andere nehmen. So. Temp CC. Oh, das ist schon ein bisschen her. Ja, genau, hier war's. Und jetzt habe ich vermutlich die Pakete gerade nicht mehr in der Env gehabt. Genau. Dann warten wir jetzt einfach ein bisschen und machen schon mal weiter. So. Wie weit waren wir? Also Internationalisierung bedeutet Übersetzung. Es gibt noch was anderes, das heißt, nennt sich Lokalisierung. Das ist quasi Einheiten so Kommas durch Punkte ersetzen oder Dates umformatieren, dass es nach der jeweiligen lokalen, was lokal verwendet wird, aussieht. Aber hier ist es tatsächlich nur Übersetzung. Es gibt drei Sichten auf Übersetzungen von Leuten, die da beteiligt sind. Das erste ist natürlich von dem Übersetzer, der will irgendwie eine schöne Methode haben, wie er Nachrichten in andere Sprachen übersetzen kann. Die zweite Sicht ist von demjenigen, der die Templates baut, der will eine einfache Methode haben, wie er quasi diese Übersetzungen schön in seinen Templates referenzieren kann. Und die dritte Sicht ist von demjenigen, der den Server zusammenstöpselt, wie man das Ganze dann quasi zusammenmanschen kann, dass es auch, wenn jemand mit seinem deutschsprachigen Browser die Seite anfährt, anpingt, dass auch das Deutsche zurückkommt und nicht das Englische. Genau, und dann war die Überlegung, wie mache ich das schön, dass alle drei Seiten irgendwie zufrieden sind und am besten noch vom Compiler gesagt bekommen, wenn sie einen Fehler machen. So. Aber da hast du den vierten und wichtigsten vergessen, nämlich die Ansicht des Benutzers. Ob das für ihn erstens die Information rüberbringt, in der richtigen Art, und zweitens, ob er damit zurechtkommt.
Genau. Und da kann das schon, dein Beispiel zeigt schon einen Fehler. Also, jemand Browser deutschsprachig einstellen oder aus seinem. Ob er auswählt. Anklickt, muss gar nicht heißen, dass er das unbedingt auf Deutsch sehen will. Also zum Beispiel, ich habe damals mal Ärger, weil ich ja hier aus Augsburg dann irgendwas anschauen will und dann versucht er mir die deutsche Version, die ich gar nicht sehen will, unterzujubeln und bietet mir auch gar keine Möglichkeit auf die amerikanische, britische oder was weiß ich Version umzuschalten. Das ist ein Teil, den ich jetzt gerade nicht anschauen werde. Aber das ist relativ einfach lösbar, indem man sagt, Flaggen oben, links, rechts. Ja, das ist quasi der Teil, den der Mensch, der die Templates hier baut, der müsste jetzt hier oben noch einen Link einbauen, dass man umschalten kann auf Deutsch oder Englisch. Standardmäßig sollte immer eingebaut sein, dass quasi eher jeder Browser sendet die Sprache des Nutzers mit und dass die richtige Sprache ausgewählt wird, ohne dass der Nutzer irgendwas einstellen muss. So. Das ist dann auch unabhängig davon, von welchem Land aus der Nutzer gerade mit seinem eigenen Laptop. Genau. Aber das sollte als, sagen wir mal, als erste Möglichkeit angewendet werden, genau, als erste Möglichkeit, aber ja. Eben die anderen. Ja, klar. Und zum Beispiel auch sprachlich, es gibt ja durchaus Gegenden, wo es mehrere verschiedene Zeichensätze für die gleiche Sprache gibt, oder eben unterschiedliche Sprachen mit dem gleichen Zeichensatz, also das sollte da nicht von irgendeinem Programmierer, der sich da nicht wirklich auskennt, das fest vorgegeben werden, sondern nur als okay, Default, und aber wenn es nicht ist, dass ich ganz leicht und unproblematisch sehe, dass ich es umschalten kann. So, wir fangen an, also wir wiederholen vom letzten Mal. Wir wollen das möglichst semantisch ausdrücken, das heißt, hier oben haben wir hier einen Titel und hier einen Bodytext und wir drücken das so aus. Ein Datentyp, Messages und die Möglichkeiten, die möglich sind, entweder Titel oder Bodytext. Dann haben wir aus einer Bibliothek von Michael Snowman eine Klasse rauskopiert, die leicht abgewandelt und hier eingefügt. Das ist quasi eine Methode, diese Klasse bietet quasi eine Funktion, RenderMessage, der geben wir einen Kontext, der ist jetzt erstmal egal, der ist hier immer Default bei uns. Eine Sprache, die ist wichtig, weil die ist entweder Deutsch oder Englisch in unserem Beispiel. Eine Nachricht, das ist hier bei uns eigentlich Messages, aber es geht natürlich auch in verschiedenen Kontexten der App verschiedene Nachrichten ausgeben zu können. Und das Ganze gibt uns Markup zurück. Warum? Ursprünglich hatten wir da Text stehen. Es wird Text zurückgegeben, zum Beispiel hier dieser String, it's a blast to be with you today. Aber da hatten wir schon das erste Problem. Wenn wir Text zurückgeben und es wirklich schön sein soll, dann ist hier schon strong, das heißt fett gedruckter Text. Dann müsste man unten in der Übersetzung schreiben, als Übersetzer hier die HTML-Text einfügen. Und das will man das den Übersetzern nicht zutrauen müssen, weil die könnten dann beliebig, wenn sie wollten, Script-Tags einführen. Und zweitens wollen wir einschränken, was quasi dargestellt werden kann. Und das machen wir dadurch, dass wir Markup zurückgeben. Was ist Markup? Markup ist jetzt bei uns auch für die Vereinfachung her, was aber auch für die Realität sinnvoll ist. EM für Emphasized, also kursiv meistens, Strong für Fett, M zur Kombination von mehreren Markup-Typen und T, um einfach einen String darzustellen. So, dann haben wir einmal die String-Instanz definiert, damit man, wenn man einen String angibt und es soll Markup zurückgegeben werden, damit er gleich das in das T wrappt. Das ist für den Nutzer, nur für den Programmierer, ist einfacher, statt dass er immer T-Leerzeichen String schreiben muss. Und dann haben wir eine Semigroup und eine Monoid-Instanz definiert. Warum, sieht man gleich. Und wir hatten das Gespräch, ob das tatsächlich eine richtige Monoid-Instanz ist, die die Regeln befolgt, und sind dann zu dem Schluss gekommen, dass es
Es passt schon. Nee, der Schluss war... Sorry, oder was? Der Schluss war, es passt, wenn du die, die EQ-Typ-Klasse anpasst. Ja, genau. Und nicht die automatisch derived, wie du es gemacht hast. Wenn man die Equality, genau, leicht umdefiniert für den Markup-Typ. Ich habe auch zu Hause nochmal überlegt, ich glaube, was da angesprochen wurde, wird von dieser Instanz tatsächlich immer gleich, also die Assoziativität, in dem Fall, ich glaube, UWAP meinte, wenn man ein M von Text, also hier den Datentyp M von zwei Texten mit einem weiteren M von einem Text kombiniert, dann würde das unterschiedlich sein, ob man es links oder rechts kombiniert. Ich habe nochmal bin nochmal im Kopf durchgegangen und es scheint genau das gleiche rausgekommen zu sein. Da müsste man einfach nochmal sich überlegen, ob das so passt. Für den Anwendungsfall ist es genug. Du hast jetzt über den Merkel-Operator da dazwischen stehen, aber oben stand da nichts dazwischen. Wo? Oben, vor dem Monad. Ja, das oben, das war, glaube ich, das ist, wo sind wir? Weiter oben, da war so eine monadische Notation mit den Strings und einem T. Ich versuche das nur zu verstehen, was da stand. Da, genau. Wo? Diese Du, da P, Du, sonst was. Dann stehen da so verschiedene Textblöcke da. Und it's a blast to be with you. Wie werden diese Strings denn konkret? Das ist quasi noch, wir gehen von oben nach unten durch. Das ist quasi noch der Teil, bevor wir überhaupt, so weit waren wir noch gar nicht. Wir haben da aufgehört, wir hatten quasi Markup definiert, die Übersetzungen gemacht, aber noch nicht eingefügt in den Webseiten. Du hast mir beim letzten Mal noch gar nicht erklärt, wie das funktioniert. Genau, da sind wir jetzt, fangen wir jetzt dann wieder an. Und wie macht ihr das dann, wenn die jeweiligen Hervorhebungen oder was unterschiedlich sind? Also schon zwischen Deutsch und Englisch sehr eng verwandte Sprachen. Gibt es da Unterschiede, zum Beispiel das Deutsche kennt das vor allem in Urkunden und sowas, also dass man diese ausgedehnte Schrift, Sperrschrift, ja, eine Hervorhebung bringt die, dass die Darstellung anders ist je nach Sprache. Ja. Zum Beispiel, dass Anführungszeichen anders sind, oder? Das sowieso, das ist immer ein Punkt. Wenn da, und das haben ja die Programmierer auch bei den Textprogrammen, den meisten noch nicht richtig. Das ist tatsächlich Lokalisierung, nicht Internationalisierung. Also, das ist nicht Übersetzung. Internationalisierung, so wie es dann ist im Prinzip das Gleiche. Wie wird das dann so. Das geht mit gebracht, dass dann, wenn da unterschiedliche, also je nach Kontext unterschiedliche Hervorhebungen in verschiedenen Sprachen benutzt werden, dass das dann... Es sind zwei Fälle. Einerseits ist es der Teil, wo eine Sprache eine andere Satzstellung hat als eine andere. Den haben wir dadurch, wie ich jetzt zeigen werde, schön berücksichtigt, dass wir hier semantisches Markup zulassen in den Übersetzungsnachrichten. Also hier ist, was der Übersetzer schreibt. Okay, das war noch vom Wenn nur Englisch implementiert ist. Wir nehmen die Funktion und implementieren die Funktion für den Fall, dass die Sprache Englisch ist. So, und jetzt müssen wir für jede der Messages oben, Title und Bodytext in unserem Fall, einen Markup-Datentypen zurückgeben. Im ersten Fall ist es Text, T, durch die String-Instanz wird es dann am Ende so ausschauen, wenn der Compiler die String-Instanz resolved hat. Und das zweite ist erst ein Text, dann ein Strong, also ein fetter Text, und dann ein weiterer Text. Und da wir oben Monoid implementiert haben, können wir diese Markup, die sind jeweils Markup-Datentypen und wir können quasi aus all diesen einen großen Markup-Datentypen machen, indem wir die Semigroup-Instanz bzw. Monoid-Instanz verwenden. Und wenn jetzt der Übersetzer kommt, wenn jetzt der Übersetzer kommt, dann nimmt er sich den Teil, kopiert ihn einmal runter, fügt da Deutsch ein und
fängt an zu übersetzen. Ich hatte, glaube ich, die deutsche Übersetzung vorher schon da. Rück, 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 so. Genau. Wenn jetzt im Deutschen der fette Text am Anfang sein würde, zum Beispiel die Satzstellung ist anders, das ist nicht Subjekt, Verb, Objekt, sondern in Japanisch ist es halt andersrum, dann kann man das dadurch machen, indem man einfach den Strong-Teil mit str markiert. Das heißt, der Teil ist schon mal abgedeckt, was sehr oft, wenn man jetzt zum Beispiel Get-Text verwendet, ganz naiv, dann kann der Programmierer sagen, da ist ein Teil, oft passiert es, dass der Programmierer sagt, hier ist ein Teil, der ist normal, dann kommt ein kurzer, fetter Teil und dann kommt er wieder ein normaler Teil. Und jedes von diesen drei Teilen kriegt quasi einen Namen und muss dann in Get-Text übersetzt werden. Aber das geht vielleicht für die normalen westlichen Sprachen, aber wenn du dann in einer asiatischen Sprache bist, dann muss das plötzlich andersrum sein und dann hat man verloren. Und so überlassen wir es quasi dem Übersetzer, dass er das semantische Markup, nämlich strong, an der richtigen Stelle einfügt. Und geben ihm auch gleichzeitig die Kombinationsmethoden, wie er das Markup zusammensetzen kann. Also der kann dann auch auswählen, also er sollte eine andere. Wenn man jetzt haben will, dass zum Beispiel, Zitate im Markup möglich sein sollen, dann gehe ich hoch, Markup, und füge hier einen neuen Datentyp Site als Programmierer. Markup. Noch besser, Site Author Markup. Ups. So. Irgendwie ist es sehr langsam heute. Ich glaube, ich muss den Company Mode ausschalten. Das ist schlimmer geworden. shit. Data Author ist gleich Text. So. Mal schauen, ob der Compiler mittlerweile. Aber Type Author, ne? Nicht Data Author, sondern Type. Ja. So. Also, wenn wir das Ganze ausführen, run. Ja. Oder GRCD ist, glaube ich, auch da. All good. Habe ich gespeichert. Aber es muss ja trotzdem Type heißen, ne? Ja. Aber ich bin gerade am Überlegen, ob er die neue Version schon drin hat. Weil eigentlich müsste er jetzt einen Fehler werfen. Ja, dass nicht beim Text bisher kein Fehler war, oder? Das Site hier unten in der Instanz noch nicht benutzt wird, oder? Ist das wichtig? Sollte das sagen? Moment, du hast hier haben wir einen Case für alle Möglichkeiten. Und wir haben keine. Genau, so. Und jetzt habe ich quasi ein semantisches Markup für Zitate und jetzt kann ich quasi für jede Sprache sagen, wie die formatiert werden sollen. Und zwar von demjenigen, der quasi die Webseite dann darstellt, nicht von dem Übersetzer. Der Übersetzer sagt nur, das ist ein Zitat. So. Gut. Und da wir jetzt quasi mit dem Übersetzen fertig sind, jetzt können wir beliebig viele Französisch noch hinzufügen oder Spanisch, wenn wir wollen, geht es jetzt weiter mit dem Markup wieder. Das heißt, wir gehen jetzt nach oben und bauen jetzt hier die Übersetzungen ein, die wir geschrieben haben. Momentan ist es noch statisch. Was will man da am besten haben? Am schönsten wäre es, wenn... wo bin ich hier? Translated. Genau. Was will ich hier eigentlich machen als derjenige, der die Übersetzung einpflegt? Ich will sagen können, für dieses Tag gib mir die Übersetzung für die Sprache, in der ich gerade bin. Das heißt, im Endeffekt brauchen wir ja eine Funktion,
die das muss mir selber wieder. Momentan kriegen wir hier die sagen wir wandle meine Site, das ist einfach nur ein Parker Datentyp, der nichts tut, in Markup um. Und hier oben sagen wir, gib uns die Site zurück. Was wir eigentlich sagen wollen, ist, gib uns die übersetzte Seite zurück. So, was ist jetzt translated? Translated ist gleich. Und zwar ist das ein Datentyp trans, der an erster Stelle eine Funktion von Messages nach HTML hat und an zweiter Stelle einen Datentyp, einen beliebigen. Das heißt, was ich jetzt eigentlich zu Markup umwandeln will, ist trans. Oh. Oh, Mist. Warum ist das so langsam? Wie heißt denn der Auto-Completion-Modus? Compa. Ist vielleicht BAC zu langsam? Ja, ich bin mir nicht sicher. Aber ich habe den, glaube ich, schon abgeschalten. Also mein Editor ist ja nie zu langsam. Du nutzt Ad, danke dir, dass du mir. Du nutzt Ad? Jemand muss die Nummer machen. Ja, eben. Ich als junger Student habe und diese Witze auch schon gemacht. Ja. 8 Megabytes im Constantly Swapping. Genau. Das heißt, wir haben jetzt eine Funktion. Also wir haben jetzt eine Translated Site. Was ist eine Translated Site? Eine Translated Site ist quasi eine Datenstruktur, die hat eine Funktion, mit der wir von einer Message nach HTML gehen können und ein A, was für einen Datentypen steht. In dem Fall Site. Das heißt, wenn wir jetzt quasi Translated, und ich kann auch nicht schreiben heute, Translated Site in Markup umwandeln wollen, dann kriegen wir hier ein Trans T Site rein und T ist genau die Funktion, die wir brauchen, nämlich die von unserer Message hier unten zu HTML geht. Das heißt, als derjenige, der jetzt das schreibt, fange ich an, hier mein Body Tag und dann will ich da einen Header drin machen und jetzt sage ich hier, oh, ich brauche übersetzten Text und zwar zu meinem Title. Was mache ich? T Title passt. Genau. Und vermutlich bist du ja besser als GetText, oder? Weil wie ist das bei GetText, wenn man sich als Programmierer vertippt im Label? GetText ist String-basiert. Aber ich bin nicht sicher, ob es zur Compile-Zeit gecheckt wird. Ob das. Es kommt auf die Implementierung von GetText garantiert an. Ist es nicht normalerweise, dass man da zwei Passes hat? Also es gibt den ersten Pass drüber, der dir dann irgendwie sagt, was du für Strings hast. Und im zweiten kannst du das dann auffüllen. Ich denke, das wird allerspätestens zum Programmstart geparst. Also wenn du das benutzt, wird allerspätestens zum Programmstart gecheckt, ob du alle Labels in den Übersetzungsdateien hast und dann ein Warning oder ein Error angezeigt. Zur Compile-Zeit kommt auf die Implementierung an. Es gibt eine GetText-Implementierung für Haskell. Ich weiß nicht, wie gut die ist, aber ich schätze, die wird das mit Template Haskell zur Compile-Zeit reinmachen oder so. Aber wie gesagt, du brauchst dann Template Haskell dafür. So. GNU GetText ist die Methode, um PO-Dateien, genau, dieses uralte. Und die Idee ist quasi, wie kann man das schöner machen und semantischer machen, ohne auf den uralten 70er-Jahre-Krempel zurückgreifen zu müssen. Das heißt, jetzt kann ich sagen, T Body Text. Und ich bin fertig mit Übersetzen. Also diese Messages, die muss man dann immer erweitern, wenn man da also neue. Genau. Bestandteile des Ganzen, also da wird ein statisches Modell des Dokuments eigentlich gebaut. Genau, wir machen quasi den Weg immer ebenenweise durchzugehen. Anfangen tun wir mit einer abstrakten, sehr, sehr abstrakten Beschreibung, die quasi nur sagt, es gibt zwei Arten von Messages, nämlich Title und Body Text.
Dann wandeln wir das Ganze um in Markup. Und zwar in selbstdefiniertes Markup, was dann nochmal sagt, es gibt diese Arten von Markup. Und dann als dritten Schritt wird das Ganze dann in wirklichen String umgewandelt. So, und jetzt müssen wir genau diesen Schritt machen, nämlich von den Messages aus zusammen mit der Beschreibung, welche Sprache ich haben will, zu Markup und dann zu Text zu kommen. Und das, da wir jetzt die Übersetzung quasi fertig haben hier oben, können wir, das habe ich, das machen, und zwar da, wo wir den Server definieren. Hier. Wenn ich jetzt den Compiler anwerfe, bin ich richtig? Ach, es ist main.hs, gell? Sollten wir, genau, den ersten Fehler kriegen, nämlich auf Zeile 30, cannot match site with translated site. Warum? Es wirft unser Web-Framework, es will eigentlich, gut, das ist jetzt servern-spezifisch und wird komisch, aber auf Zeile 30, die Zeile 30 ist hier, da wo wir unseren Server bauen, sagen wir ihm quasi, bauen eine User-API, und die User-API ist translated site, aber wir geben ihm hier nur eine site zurück. Das heißt, um jetzt unsere Übersetzung quasi in den Server einzubauen, und das ist ja auch die Stelle, wo jetzt quasi die Sprachauswahl... Das ist die Stelle, wo die Sprachauswahl einfließen muss. Ja. Nämlich müssten wir hier jetzt aus unserem Server auslesen, der Nutzer will Deutsch oder will Englisch. Und das basteln wir ihm dann rein. Und jetzt machen wir es nicht, sondern wir geben es jetzt einfach statisch zurück. Und das schaut dann folgendermaßen aus. Das ist eine Servermonade, das heißt, wir gehen da in den Monadenblock rein. Davor hatten wir es mit Pure einfach die Seite quasi monadisch gemacht, aber jetzt, das sagt man so nicht, gell? doch, das können wir noch lassen eigentlich. Der nächste Schritt wird dann interessanter noch. Jetzt bin ich schon wieder verrutscht hier. Genau, ich gebe ihm jetzt einfach mal fest eine Translation. Und zwar können wir jetzt unsere Render-Message-Funktion aufrufen. Default, weil wir keinen speziellen Kontext nehmen. Das ist dieser, wo ist die Render-Message? Hier. Wie kriege ich das beides drauf? Hier, Render-Message will quasi mehrere, drei Eingaben. Einmal ein Master, was irgendein Datentyp ist, den man eventuell verwenden kann, wenn man ihn braucht. Den nennen wir hier Default. Dann die Sprache. Wir haben es ja auf Englisch, wir haben es auf Deutsch übersetzt, das heißt, wir wollen jetzt Deutsch. Und die Message. Wo kriegen wir jetzt die Message her? Also so wird es noch nicht funktionieren. Oh, ist das langsam, was? Die Message, doch, das passt doch nicht. Weil die Message wird doch übergeben. Ich meine, das erste Element im Trans muss doch eine Funktion sein vom Typ Messages nach HTML. Quatsch, diese Klammer brauche ich gar nicht mehr. So. So. Das erste Argument ist eine Funktion von Messages nach HTML, genau. Also momentan geht es nach Markup, nicht nach. Momentan geht es nach Markup. Das heißt, wir müssen quasi noch eine Sache davor schalten. Also Render Messages geht nach Markup. Das heißt, wir haben hier jetzt eine Funktion von Message nach Markup. Und quasi, um das da reinzubauen, können wir jetzt einfach sagen, from Markup. Oder ist das schon der Teil danach? Hatten wir schon from Markup definiert? Und hinten die Site noch dazu fügen. Es ist so langsam. Ein FMAP. Aber es sollte ein Punkt sein, oder nicht? Weil wir nicht in einem abgedeckten Punkt sind. Wir machen es jetzt einfach mal so.
Schalt einfach auf Vim um, das kann man ja nicht ziehen. Letztes Mal war es nicht so schlimm, keine Ahnung, was los ist. Ich habe einen bösen Verdacht. Es könnte sein, dass es jetzt geht. Das ist tatsächlich eine. Das ist tatsächlich der Autocomplete-Modus, der irgendwas im Hintergrund macht. Aber wenn du sagst, beim letzten Mal war es nicht so schlimm, ist da dynamisch irgendein Update reingekommen, den man nicht unter Kontrolle hat? Weißt du, welches Betriebssystem auch immer einige Updates im Hintergrund machen? Nee, alles wird spezifisch gemacht, wenn ich es ihm sage, aber ich habe, glaube ich, SpaceMax zwischendurch geupdatet, was oft ein Fehler ist. Weil das ist viel schlimmer noch. Das heißt, dass innerhalb des Linux-Universums hast du das Paket neu gemacht? Nee, innerhalb von meinem User Space habe ich den Editor geupdatet. Ja, soweit. Ich habe hier leider schon noch eine Version 1 weiter drin, das heißt, da kommen wir jetzt gleich hin, aber deshalb bin ich jetzt verwirrt. Wir können ja mal schauen, was er jetzt für einen Fehler wirft. Und dann arbeitet ja mit dem Compiler zusammen. Das ist eine wichtige Message für all die Leute, die heute beim ersten Mal im Nicole-Club da sind. Der Haskell-Compiler, der ist euer Freund. Der Haskell-Compiler gibt einfach richtig geile Fehlermeldungen. Wenn man ein bisschen geübt ist, dann sieht man die Fehlermeldung und weiß dann sofort, ah ja, ich habe das gelernt. Ich habe das tatsächlich auch so zusammengesteckt. Ich habe mir das alles überlegt, aber wie ich es dann genau zusammenstecke, war mir nicht bewusst, bis der Haskell-Compiler mich darauf hingewiesen hat, wie die Sachen zusammengehören. Das heißt, er will Type Messages nach HTML und er hat tatsächlich Messages nach Markup bekommen. So, jetzt müssen wir quasi irgendwie von HTML nach Markup kommen. Nein, von Markup nach HTML kommen. Und zwar in der Ausgabe dieser Funktion. So, was haben wir denn, um zwischen HTML und Markup hin und her zu konvertieren? Deshalb war ich verwirrt, weil wir haben eigentlich noch nichts. Der Teil fehlt noch komplett, weil wir haben das Markup nur definiert, ja. Hier, aber wir wissen noch nicht, wie wir quasi zu HTML, das umwandeln können. Wo ist es? Hier ist es. Ich glaube, ich kopiere es einfach von drüben, weil das müsste ich sonst jetzt runterschreiben. Da. Wie heißt's? From Markup. Ah, okay, das ist nur, weil ich hier nichts sehe. Also was brauchen wir? Wir brauchen eine Funktion von HTML, von Markup nach HTML. Das heißt, was ich gemacht habe, ist eine Klasse from Markup zu definieren. Also das ist noch ein Schritt weiter, die von Markup nach irgendwo hingeht und dann quasi eine Instanz für HTML geschrieben. Das heißt, wir haben jetzt eine Funktion from Markup, die nimmt ein Markup und geht zu einem beliebigen A. Und wir haben oben eine Funktion, die hat den Typ Markup und will nach HTML. Also die hat den Typ Messages nach Markup, will Messages nach HTML. Das heißt, was ich hier in der Musterlösung habe, ich kann es mir jetzt gerade nicht selber zusammenbasteln, ist hier oben RenderMessage und wenn du sagst from Markup.RenderMessage. Ah, okay, passt. Das Lustige ist, dass vermutlich... Eine weitere wichtige Lektion an alle, die das erste Mal von Perfect sind, wenn ein Haskell-Compiler mal durchkompiliert, wie gerade eben, dann ist es korrekt. Ich habe hier bei mir stehen FMAP. Ich habe hier bei mir stehen FMAP. Das ist immer für die erfahrenen Haskell-Compiler, arbeitet ihr so, dass also im Hinblick auf den Typ-Checker, dass man auch semantisch, man arbeitet so, dass der Typ-Checker sich wieder findet.
Ja, also man macht nicht Sachen hin, die durch Permutation genau. 40. Ja. Und das merke ich an mir selber auch immer, wenn ich das in ML mache, dass man also wirklich das statische Typsystem so nutzt, dass eigentlich fast alle semantischen Fehler gefunden werden. Also es ist natürlich als Anfänger ist es klar, da ist man erstmal erstaunt, was der Compiler von sich aus macht, und wenn man dann fortgeschritten wird, dann arbeitet man so, dass es noch besser wird. Und wenn man es dann noch besser macht, dann muss man dieselbe Weise machen. Was ich versuche mit dem Ganzen ist, so viel wie möglich im Typsystem zu kodieren, und ich bin jetzt, noch bin ich nicht bei der krassen Typenmagie angekommen, aber das ist jetzt, ich finde, das ist schön. Nein, so. Du hast noch nicht eine Liste von 10 Extensions oben angemacht. Die Extensions, ich kann aber durchgehen, was es ist. Data Kind Type Operator, das ist für den Servant, das ist nur, weil ich hier Servant verwende. Overloaded Strings ist, damit man sagen kann, ein String in deiner Datei ist quasi Text, vom Typ Text oder vom Typ String oder vom Typ, je nachdem, was der Kontext verlangt. Lambda Case habe ich hier unten verwendet, das habe ich letztes Mal schon erklärt, dass ich hier dieses Case machen kann, weil eigentlich müsste ich hier sagen, Title ist gleich und dann den String hierhin, und dann müsste ich wieder Render Message unterstrich DEN Bodytext ist gleich schreiben, und so kann ich das quasi umgehen, dass ich nur einmal hier das Case mache und dann immer so arbeite. Das ist wunderschön, es sollte eigentlich in der Sprachspezifikation drin sein. Ja, wahrscheinlich. Multiparam Type Classes und Flexible Instances sind, weil Haskell 98 beschränkt, was man quasi an Typklassen machen kann und was man welche Instanz man schreiben kann, dass die nicht sich gegenseitig überlappen. Was ich glaube, die sind noch komplett sicher, also die kann man immer verwenden, das war nur in Haskell 98 noch nicht drin. Das brauche ich hier unten für diese Typklasse hier, weil ich hier einmal Multiparam, mehrere Typparameter habe. Eigentlich dürfte man nur eins haben, und ich glaube nur am Ende. Also ich dürfte eigentlich nur haben Random Message, Datentyp A, aber jetzt habe ich hier Random Message A, B, was nicht spezifiziert ist. Dafür brauche ich die, und die Instances ist dann für die Implementierung von Random Message unten, für die Übersetzung. Eben, dass ich genau hier zwei angeben kann, weil das sind ja Messages ist es eine Implementierung. Wenn ich schreibe default foo, dann ist es eine andere Implementierung. Und wenn ich schreibe bar foo, dann ist es noch eine andere Implementierung. Und du hast quasi die Kombination aus allen Möglichkeiten dadurch, die du machen könntest. Record Wildcards habe ich, glaube ich, effektiv gar nicht mehr benutzt, oder hatte ich mal drin. Ah, das brauche ich später noch, wenn ich es noch mache. Rank 2 Types brauche ich noch später. Unicode Syntax. Das brauche ich auch später, dass man for all statt for all schreiben kann. Und no implicit prelude ist, weil ich protolude verwende. Ja. Also Sachen, die eigentlich alle drin sein sollten, standardmäßig. Bei PureScript ist es übrigens so, dass er eigentlich, es gibt keine Extensions, aber er nimmt sehr viel Zeug, was in Haskell 98 noch nicht existiert, gleich mit in den Compiler und in die Sprache. So, all good. Nein. Ich habe irgendwo noch was geändert. Ja. Ach, das springt immer ganz nach unten. Ah, ich habe das rausgenommen. Ja. Das muss raus. Soll ich das rausgehen? Soll raus? Gut. Ja. Gut. Jetzt ist all good, das heißt, jetzt funktioniert es auch. Mit 2L. So, jetzt hat er einen Server gestartet, ich glaube auf 8000. Nope, auf 8080. Ah, und da haben wir gleich einen Übersetzungsfehler drin. Aber wir haben es übersetzt. Und das heißt, wenn ich zurückgehe und die Spaces noch einfüge, die ich da brauche, das ist immer der Standardfehler, dass man das irgendwie sinnvoll machen muss. Ginge auch, aber... Problematisch. Kann man bestimmt noch schöner machen. Aber das willst du vielleicht als Übersetzer nicht immer. Wenn du einen Teil von dem Wort strong hast und den anderen Teil nicht, es kann auch sein, dass du quasi in einer Sprache hast, es ist ein kleines Wort, zum Beispiel im Englischen A, also A, dann willst du das strong haben, und in einer Sprache ist es nur ein Teil von dem längeren Wort. Dann willst du quasi den ersten Teil von dem langen Wort normal, dann fett und dann wieder normal haben.
Das kann alles passieren. Also im Endeffekt, der Übersetzer macht nur noch String-Operationen auf Datenstrings. Und wenn ich das jetzt umwandle, hier oben bei meinem Server in RenderMessage statt DE EN, den Server neu starte, und dann habe ich wieder das gleiche Problem, weil dann ist es auf Englisch da. Und ich habe auch in dem PubSpecWord-System das schon so, dass das erkennt von je nachdem, was der User im Browser angegeben hat. Das ist natürlich ein grundsätzlicher Fehler des Ansatzes. Der Übersetzer sollte den Text nicht hier mitten einer Programmlisting bekommen, sondern als Text, der aussieht, wie es aussehen soll, und er soll dann in der anderen Sprache es dann so schreiben, wie es aussehen soll, und das soll dann entsprechend verwandelt werden, automatisch vom Programm in das. Da wir hier uns beschränkt haben auf wenige Datentypen, wie die Markup sein kann, wo ist denn jetzt Markup hin? Messages from Markup, hier ist das Markup. Da wir uns hier beschränkt haben, sollte es trivial sein, einen Editor quasi zu bauen, der diese paar Markup-Datentypen für den Übersetzer bereitstellt und dann aus den eingegebenen Markup vom Übersetzer den Markup-Datentyp wieder erstellt, beziehungsweise auch den Haskell-Code oder so, und dann diesen einbindet im Programm. Aber ich meine, davon abgesehen spricht eigentlich auch nichts dagegen, dass ein Übersetzer im Prinzip direkt diesen Haskell-Code schreibt, weil er ist ja syntaktisch sehr beschränkt ist. Also es ist nicht so, dass ein Übersetzer jetzt Haskell Bescheid Genau. Das ist ja jetzt wenig, also es ist ja nicht wirklich komplexer, als wenn ich jetzt HTML zum Beispiel von Hand schreiben würde. Ja. Und insofern halte ich das jetzt für nicht besonders gewagt, dass man das... Du hast ja gerade gesehen, warum das eine schlechte Idee ist. Und HTML braucht der Übersetzer auch nicht zu schreiben, weil eine Art ordentliches Textprogramm kann ja dann von selber gleich in HTML konvertieren. Das mag... Warum haben wir gerade gesehen, dass es das eine schlechte Idee ist? Weil die Leerzeichen gefehlt haben. Aber das mag schon sein, aber wir sind ja noch nicht bei dem Punkt, wo es interessant wird. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, warum das jetzt sind. Wir sind jetzt gerade noch bei statischem Übersetzungstext. Wir sind bei statischem Übersetzungstext. Was passiert, wenn ich jetzt schreiben will? With it's a blast being with you today in Klammern aktuelles Datum. Was macht man jetzt mit GetText? Oder was macht man jetzt in der Sprache, wo das Datum ganz vorne sein soll, in anderen Klammern als in Englisch? So, das ist ja der interessante Teil, dynamischen Code. Also ich will das aktuelle Datum. Wie kriege ich das aktuelle Datum in meine Übersetzung rein? Wo sind denn meine Messages? Hier. Ich muss sagen, der Bodytext ist nicht nur der Bodytext, sondern der Bodytext ist Bodytext mit aktuellem Datum. Habe ich das hier mit UTC? Genau. Ah nee, habe ich das oben noch anders gemacht? Also wenn du jetzt nicht UTC oder TAI nimmst, hast du ja verspottet, ne? Ich hab's hier schon, aber ich hab's, glaube ich, in dem Datentyp selbst als String schon drin. Ah, wo ist mein ganzes Zeug? Ah, ich hab's hier. Ich hab's hier noch so gemacht. So, was habe ich jetzt? Jetzt habe ich den Datentyp so, und wenn ich jetzt das kompilieren will, sagt der Compiler erstmal not in scope, date, UTC time. Das ist wieder eine schöne Message für die Leute, die das erstmal da sind und Test noch nicht so kennen. Wenn man das Programm schon mal hat und es dann ergänzen will, dann macht man das so, dass man an einer Stelle irgendwie die Ergänzung vornimmt und dann tut man nicht irgendwie sich konzentrieren und was muss ich jetzt alles ändern, sondern dann lässt man den Compiler die Arbeit machen. Man schaut sich einfach immer die Compiler-Fehlermeldung an und korrigiert halt das, was der gerade meckert.
So. Und wenn es wieder kompiliert, läuft es auch wieder. Jetzt sagt er eine komische Nachricht auf Zeile 42. Expected Type Messages. Actual Type UTC Time nach Messages auf Zeile 42. Sicher keine Absicht. Ach, der ist wieder da runtergesprungen. Das ist jetzt in unserem Markup. Ja, wie gibt es denn? Sagt, er will eigentlich. Weil wir hier noch die aktuelle Zeit sagen. Richtig, die aktuelle Zeit an der Stelle. Oh Mist, wo kriege ich die aktuelle Zeit jetzt hin? Ha. Also der Markup sagt, der Mensch, der Markup schreibt, will eigentlich nicht irgendwas, das aktuelle. Das Markup hat ja nichts mit der aktuellen Zeit zu tun. Man will ja nicht irgendwie da die Zeit auslesen. Na gut, was machen wir dann? Today. Unsafe Performer O ist eine sehr, sehr gute Idee. Vor allem bei Today, ja, was sich geändert. Es ist kein Record, es ist nur ein. Ach ja, der Bodytext ist noch kein Record. Sorry, falsch rum. Der Bodytext kriegt nur Today. Oh, ist das langsam. Der Bodytext kriegt nur Today, aber wo kriegen wir das Today jetzt her? Wir wandeln hier ja quasi eine Seite einfach nur in Markup um. Also muss ja das Zeug schon von der Seite herkommen. Das heißt, was wir machen, ist, das ist jetzt der Record, da bin ich ein bisschen durcheinander gekommen. Today UTC Time. Oh, shit. Ich hätte meinen Editor nicht updaten sollen zwischen zwei Talks. Nimm doch Nano. Ich kann euch das Ganze auch mit Ad vorführen, wenn ihr wollt. Du hättest Ad rumnehmen müssen, dann ist das langsamer ein Feature. So, jetzt kriegen wir hier bei der To-Markup-Geschichte eine Seite rein, die hat ein Today-Feld. Das können wir so, angeben, Punkt, Punkt in den geschweiften Klammern, bedeutet, ziehe quasi die Felder von der Geschichte in unseren aktuellen Namespace rein. Das heißt, wir können hier einfach Today schreiben. Sonst müssten wir hier sagen, Pattern matchen. Ah, ich glaube, ich weiß, warum es so langsam ist. Okay. Today ist gleich T. Und dann ist quasi auf das T gepattern matchen, dann können wir hier schreiben. Nein, das kannst du nicht, weil du jetzt zweimal T gebunden hast. Ach, ich habe noch ein T. Dann nehmen wir halt TO. T. O. Ja, yep, nope. Fast. Okay. Das ist aber noch nicht der ganze Schmu. UTC Time nach Site auf Zeile 32. Ich glaube, wir machen erst die auf 97. In Construct, the body text should have one argument, but has been given more. Ja. 97. Richtig, jetzt sind wir hier, wo der Übersetzer arbeitet. Der Übersetzer sieht jetzt den Fehler und das kriegt jetzt noch eine weitere Sache, nämlich Today. Machen wir es schön. Being with you today, in Klammern, to, oh, wie heißt denn das in Haskell? Ich glaube, to string, nee, show, show. Ah, show today. So. Und jetzt haben wir den gleichen Fehler nochmal hier. Das ist mir ein irres Blumenpflücken. Der sieht man schon. Im Englischen hat man es ganz am Ende, today, in Klammern. Und im Deutschen hat man das hier heute, Klammer auf. Jetzt ist es plötzlich schnell, komisch. Today, Klammer zu, da seid. Show. Das hätte mir der Compiler gleich gesagt. Also einen Fehler haben wir noch. Auf Zeile 32, 10. Das ist der dritte Teil, der die Seite zusammenbaut, anschaut. Der kriegt hier eine Site, aber was er eigentlich kriegen will, ist Today ist gleich dieses hier. Ja. Wo kriegen, und jetzt wissen wir auch, wo wir Today herkriegen, weil hier sind wir quasi in dem wirklichen Server, der Zugriff auf I.O. hat und solche Sachen. Ja. Das heißt, wir sagen jetzt hier, du... wie hier ist die Funktion lift IO date lift
io get current time. Get current time. Sheet. Passt. Oder? Nein. Pass Error. Ja. Ja, nun sagen wir hier Date. Markup ist noch nicht Show. Ja, First Show bedeutet ein String und kein Markup. Du musst doch deinen T-Konstruktor verwenden. Ja. Tatsächlich, ja. Wo war es? 101? Show T, show today. Dollar? Ich weiß nicht, ob Dollar gehen wird. Nope. Nope, wird nicht gehen. Das sind die Dinge, die man dann dem Übersetzer sagen muss. Nein. Ha? Keine Ahnung, ich sehe nicht, was ich tue. Hä? Das passt doch. Ja, aber das ist alles schon. Also den normalen Applikationsschachteln darf ich nicht sagen. Das Problem ist, der Dollar-Operator ist, glaube ich, infix. Du einfach die öffnende Klammer statt des Dollar schreiben kannst. Und ja. Ich kann es einfach so auch machen, alternativ. Ich finde das aber tatsächlich so fast schöner, weil dann ist hier die ganze Einheit eine Klammerung quasi. Ah, okay, dann kriegst du eine Liste. Aber du hast das doch schon durch Merkel geklammert. Ja. Was? Ja, ihr habt durch Merkel. Doch Merkel geklammert. Ja. Die Raute. Ah. Passt. All good. Tada! Jetzt dürft ihr schon mal klatschen, oder? Ja, genau. Oder auf Englisch? Auf Englisch? Wollt ihr es nochmal sehen? Ja, wo sind wir denn? Naja, es kompiliert ja. Also, wenn ich das hier zu EN umwandle. Zeitverschwendung einfach im Browser nochmal einzugeben, weil. Ja, es war auch komplett Zeitverschwendung. Okay. Eine Sache habe ich noch. Und zwar. Muss ich mal schauen. Ich habe das Today eingefügt. Genau. Ich habe noch eine kleine Spielerei gemacht. Was ist, wenn man nicht nur Richtung HTML gehen will, sondern in beliebige Markups? Das ist jetzt echt tatsächlich Spielerei. Wir können unseren Translated-Typ ändern. Und zwar, wir wollen ja nicht nach HTML gehen, sondern nach irgendwas T. Ich glaube, ich überlade heute T zu stark. Das können wir folgendermaßen machen, indem wir hier, es war ein Rank-2-Typ, sagen, alles, was from Markup implementiert, kann von, ja, tatsächlich T vergessen, kann von eine Message, da kann ich die Klammern weglassen, nach T gehen. Also ich muss quasi für meinen Typen HTML zum Beispiel sagen, du kannst von Markup konvertiert werden und jetzt kann ich dich in der Übersetzung verwenden. Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel auch sagen, wenn ich für mein Programm nicht nur eine Web-GUI habe, sondern auch eine GTK-GUI, die anders ihre Formatierungsmethoden hat, zum Beispiel die nimmt nicht HTML-Markup, sondern irgendeinen Markdown-Syntax, dann kann ich sagen, wandel mir das statt nach HTML-Strings zu Markdown-Strings um. Genau. Und was ich da jetzt machen muss, ich habe das so schön getrennt, dass ich jetzt nicht wieder mit den Übersetzungen rumspielen muss, sondern ich muss nur einmal sagen, für meinen Markup-Typ hier, wie komme ich von diesem Markup-Typ zu dem String quasi, der zum Beispiel HTML oder Markdown. Also jetzt müsste ich quasi sagen für die Instanz from Markup Markdown where from Markup ist gleich case
So, und dann kann ich sagen, für str als Beispiel, wie geht das in Markup? Ich glaube, zwei Sterne, dann m und dann nochmal zwei Sterne. Und jetzt kann ich quasi für ein beliebiges m, das keine Sterne enthält, oder? In Markup ist quasi alles, was zwei Sterne und mit zwei Sternen ummantelt ist, als bold dargestellt. Das ist in Markdown unterspezifiziert, was dann da passiert. als doofes Beispiel oder als GTK GUI String geht ja auch. Die Markdown-Spezifikation ist im Prinzip das, was ein Perl für was Markdown PL heißt. Naja, ich habe es vom Jahr ja gelesen. Also gibt es Open Markets, diese Webseite, wo die das rekonstruiert haben, was die Sprache sein soll. Aber nochmal zum Prinzip, kommt jetzt noch was oder ist das jetzt fertig? Also du hast jetzt die Zielsprache nochmal variiert. Ich habe jetzt die Zielsprache des Markups nochmal variiert. Was jetzt noch käme, ist User Input dynamisch übersetzen. Aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt schaffe oder ob ich das nächste Mal noch kurz ansprechen soll. Ich glaube, ich habe mich jetzt nicht gut genug vorbereitet. Also wir haben jetzt die Richtung von unserem Server aus in die Übersetzung injizieren, dass der Übersetzer diese injizierten Sachen, zum Beispiel das Datum, nehmen kann. Und jetzt fehlt noch in die andere Richtung. Das geht auch und sogar relativ trivial, aber das habe ich nicht vorbereitet. Also das Prinzip ist, also du hast diesen Messages-Datentyp und dafür gibt man eine Übersetzungsfunktion an und das macht man über dieses Instance. Das Prinzip ist quasi für alles, was ich ausdrücken, das Grundprinzip ist, für alles, was ich ausdrücken will, Datentypen zu verwenden. Genau. Nämlich, ich habe Markup, das heißt, ich spezifiziere für das Markup, was kann mein Markup sein? Es kann strong sein, es kann emphasized sein. Das heißt, ich habe Messages, ich will quasi hier sagen, hier kommt der Bodytext hin, hier kommt die Übersetzung, hier kommt der Title hin. Das heißt, ich sage hier Title oder Bodytext. Das heißt, ich habe die verschiedenen Languages auch nicht als Strings oder so, sondern tatsächlich als Datentypen und füge das, und die Sachen sind alle komplett unabhängig voneinander, ich kann sie einzeln anschauen, einzeln mit ihnen arbeiten, nicht verzwirbelt, und das führt dazu, dass das irgendwie alles relativ simpel dann geht, zum Zusammenstecken. Der muss den Message-Datentyp in den Markup-Datentyp umwandeln, das ist seine Aufgabe. Genau, der Übersetzer ist hier. Der muss das da unten machen, also dieses Template kriegt er so vorgegeben. Genau. Dann ist die Frage, wie schön funktioniert das? Also dieser Datentyp kann da parametrisiert sein, dann kann man Funktionen über die Parameter dann da irgendwie aufrufen. Und was wir hier haben, also bevor das kam, waren ja nur Literale einer domainspezifischen Sprache im Prinzip. Also das hast du in Haskell noch nicht so hingeschrieben, aber dann kamen die Parameter rein und dann habe ich Literale, die plötzlich Werte enthalten können. Also Literale mit semantischen Löchern. Ja. Und ich frage mich, gibt es in der Haskell-Community dafür Ansätze, dass ich jetzt in die Sprache domainspezifische Literale mit Löchern einbetten darf? Du, nicht in Haskell, aber was passiert, wir haben ja jetzt momentan hier... Ich glaube, mit Helm von Oleg dazu. Wir haben eben bestimmt, aber wir haben jetzt hier, es ist viel einfacher meistens, wenn du Funktionen zur Verfügung hast und die übergeben darfst. Wir haben jetzt hier einen Wert übergeben, today, was quasi ein Datum ist. Aber was passiert, wenn wir dem Übersetzer, komisches Beispiel, Input Field, du hast... Doof. Was passiert, wenn wir dem Übersetzer hier eine Funktion übergeben? Nämlich zum Beispiel fn Doppelpunkt Doppelpunkt User Input nach Ausgabe. Zum Beispiel, wir haben hier einen Button und oder war das so? Und der... Ich habe mich jetzt vertan. Ich werde es nächstes Mal zeigen.
Aber es geht auch in die andere Richtung auf jeden Fall. Man kann quasi dynamisch auch andersrum arbeiten. Ich habe nur jetzt kein gutes Beispiel dafür. Ja. Also die Frage zielt ja darauf ab, dieser Body, also wenn ich schreibe Bodytext von Today, dann muss diese rechte Seite angegeben werden. Das muss der Übersetzer machen. Man muss da was hinschreiben. Genau. Was, also Markup ist relativ zu, also innerhalb dieses Case-Ausdrucks in diesem Kontext praktisch. Und die Frage, die ich im Hinterkopf habe oder die auch hier schon explizit gestellt wurde sogar, kann man das notationell schöner machen, dass da nicht Haskell stehen muss? Also kann man das auf den Kopf stellen und ein Literal haben, was Löcher haben darf? Und Haskell hatte es das eingeführt, oder? Weißt du das jetzt gerade, diese ja, komische String? Das Wort, was du haben willst, ist String. Ja, Moment, also bei Mit Löchern. Also was man im Prinzip haben will, ist, dass man nicht von Hand diese, also man hat jetzt hier diese Kette von du meinst, dass man zum Beispiel jetzt angenommen dieses Show Today, dass man das loswerden kann, dass man einfach nur irgendwie sowas wie, also in Scala dann halt irgendwie Dollar Today schreiben und dann wird das halt automatisch dann da eingefügt. Und die Antwort ist, glaube ich, dass man das mit Template Haskell machen könnte. Das ist dabei. Es gibt einen Monat, den man irgendwie hinzufügen will. Muss man da irgendwie an drei Stellen irgendwie das Datentypen ergänzen und das durchschleifen? Beziehungsweise, das musst du halt an genau, je nachdem, was du machen willst. Wenn du neues Markup hinzufügen willst, dann musst du. Das ist wirklich eine neue Information, die man irgendwie verwenden will in seinem Text. Weil, es gibt verschiedene Arten von Informationen. Wenn du sagen willst, ich erweitere das Markup, dann musst du hier das Markup anpassen. Und dann wird er dich darauf hinweisen, dass deine From-Markup-Instanzen noch nicht passen, weil da fehlen noch Cases. Hoffe ich, dass er das macht. Und dann musst du quasi deine Spezifikation, wie du vom Markup zu deinem HTML kommst, anpassen. Wenn du eine neue Übersetzung hinzufügen willst, dann sagst du, also einen neuen Übersetzungstoken, dann sagst du hier oben, also das ist jetzt halt überhaupt nicht gut sortiert, weil das jetzt nur alles in einer Datei ist und so, dann sagst du hier oben neuen Token. Und dann wird er unten meckern, dass hier noch was fehlt. Und dann muss der Übersetzer nachziehen. Und dann der Rest muss nichts anpassen, die Seite oder so. Ich rede von Informationen, die man im Markup, die man bei der Übersetzung, also in dem Text verwenden kann. Also zum Beispiel sowas wie die aktuelle Uhrzeit. Wenn die aktuelle Uhrzeit. Also wenn du jetzt, sagen wir mal, noch irgendwie sowas machen willst wie der Name des Benutzers, der gerade eingeloggt ist oder sowas. Wenn der Name des Benutzers, der eingeloggt ist, angepasst werden muss, dann würde ich sagen, du fängst ja normalerweise von deiner Seite aus, dem Typen, der die Seite schreibt. Der würde jetzt sagen, oh, hier oben muss der Benutzer rein, irgendwie hier noch als Paragraph. Oh, hat er mir das jetzt ausgerückt? Translate current user. Use current user. So, dann meckert der Compiler, dass unten der current user fehlt. Und der current user ist halt dann wahrscheinlich U. Und der. So, dann fehlt. Ich meine jetzt wirklich, wenn du den Namen des Benutzers unten im Übersetzungstext verwenden willst. Also nicht irgendwie jetzt als neues Element auf der Seite einfügen, sondern. Du willst in deinem Bodytext unten bei den Sachen, die Übersetzer schreiben, irgendwo noch die Information verwenden, wie heißt denn der Benutzer, der gerade eingeloggt ist. So ähnlich wie du jetzt aktuell sagst. Was ist das Problem dann? Nein, mein Argument war nur, dass es relativ viel Boilerplate ist, so eine neue Information hinzuzufügen. Ja gut, sei denn, also für den du hast halt dann irgendwie einen Kontext, wo bestimmte Informationen, solche bestimmte statische Informationen drinsteht. Genau. Und dann würdest du, ich meine, es ist ja noch zum Argument übrig, man könnte es ja irgendwie in den Master mit reinbringen. Würde ich nicht machen, ich würde das tatsächlich lokal in den... Ja gut, aber es gibt bestimmte Informationen, die sind halt statisch auf der ganzen Seite verfügbar. Also irgendwie Uhrzeit zum Beispiel ist ja jetzt irgendwie, kann ja sein, dass irgendwie ein Übersetzer die Uhrzeit in den Titel reinschreiben möchte. Ich würde es tatsächlich... Oder halt irgendwelche anderen, also irgendwie Herkunft oder aktuelle IP-Adresse des Users oder irgendwie, keine Ahnung, Wasserstand der Isar oder irgendwie so. Also irgendwie global gültige Informationen. Was ist es, wenn du es hier zum Beispiel in den Default-Block hier rein tust. Da kann man ja hier drauf zugreifen, das habe ich jetzt nicht verwendet. Ja. Könnte man machen, aber damit machst du quasi die Lokalität deiner Informationen, erweiterst du die Lokalität deiner Informationen. Muss man immer auf Use Case zu Use Case entscheiden. Ich würde tatsächlich das so halten, dass nur hier in den in diesen Konstruktor Pattern Matches zu lassen als Argumente,
weil dann ist es immer nachrichtenlokal. Und dann wird der Compiler dir immer sagen, wenn irgendwas fehlt. Also der Compiler wird, wenn ich jetzt den Bodytext den User brauche, dann sagt der Übersetzer, ich brauche noch den User, dann macht er das so, dann fügt er den User hier irgendwo ein, da unten jetzt, und dann sagt der Compiler, ah, User fehlt. Jetzt bin ich gerade im Run-Haskell. Dann sagt der Compiler, gut, dann sagt er hier erstmal Markdown und User von vorher, und dann sagt der Compiler, der User fehlt. Ich habe den Eindruck, dass dieser Ansatz sehr schnell sehr ekelhaft wird, wenn du irgendwie mehrere Informationen verwenden willst und dann immer an drei, vier verschiedenen Stellen das ändern musst. Ja, dann übergibst du halt einfach für jeden dieser Dinge halt irgendeinen Zustand, den halt, wie gesagt, die Anwendung sowieso hat. Man kann auch einfach einen Record übergeben und in dem Record ist halt alles drin, was der eventuell brauchen kann. Genau. Und dann kann sich das raussuchen. Also ich kann natürlich jederzeit abstrahieren und sagen, das hier ist... Body Info. Ja, genau. Punkt, Punkt. Genau. Und dann gibt er mir alles, was im Body Info als Felder drin steht, hier in den Kontext rein. Und dann kann ich auch sagen, erweitere den Record und dann wird die Übersetzung nicht betroffen sein. Wenn da ein Feld dazukommt und das hier unten nicht verwendet wird, dann ist da halt ein Feld dazugekommen. Muss man immer, du hast die Möglichkeit zu entscheiden, ob du das willst oder nicht. Wenn du sagst, ich will aber, dass der Übersetzer garantiert nicht vergisst, dass er das reinbaut, weil er muss das alles nehmen, dann musst du das als Argument übergeben, damit niemand vergessen kann, dass da noch was fehlt. Also das ist mehr so, der Compiler soll dich darauf hinweisen, ah, hier fehlt noch ein Stück oder hier, die Nachricht ist noch nicht richtig. Genau. Noch Fragen? Ich kann nochmal eine Übersicht machen, aber ich glaube, es passt alles ungefähr. Ich glaube, dass man einem Übersetzer auf jeden Fall das nicht zutrauen kann, Haskell zu schreiben, wenn das kein Programmierer ist. Also es gibt da wirklich nichts dagegen, dass man den GUI dafür schreibt. Also, ja, du schreibst, die Sache ist, du hast einen Markup-Typ und du hast einen Typen, der quasi alle Nachrichten beinhaltet. Und was du machen musst, ist, diese zwei Typen zu generieren. Ja. Und beziehungsweise für den Übersetzer, dass er quasi eine Art Markup hat, um dieses Ding zu schreiben und dann diesen Typ zu generieren, den er da braucht. Also es gibt auch dokumentierte Fälle von Firmen, die das so machen. Also dass die Route, dass die also... Bei der Größe sehe ich jetzt echt nicht das Problem, hier die Zeilen auszuwählen als Übersetzer. Ich meine, das kann jeder Mensch lernen, das hier rüber, das runter zu kopieren und hier die neue Sprache einzufügen, Spanisch oder was? Was ist Spanisch? ES. Und dann hier die Sachen auszutauschen. Also das ist tatsächlich nur Übersetzung. Was lustig ist, ist, wenn ich zum Beispiel einen Button habe, wenn ich oben, wenn ich quasi übersetzen will, drücke ab, oben steht, das habe ich ein Papstehrenwort drin. Vielleicht kann ich das kurz zeigen. Ich sehe das nicht. Ich glaube, es ist in Source Pubs ein Wort I18N. Tu es. Pubs ein Wort. Manchmal möchte ich Space Max doch schlagen. Ja. Nee, aber das, also ich habe das so gemacht, dass er, wenn ich eine Haskell-Datei aufmache für das Syntax-Checking, dass er quasi in den Oberordnern nach Shell.nix-Dateien sucht, das Haskell-Environment baut, die Pakete runterlädt und dann das Syntax-Checking aktiviert. Für das lokale Projekt, für die lokale Environment. Also muss man sich nur dazu bringen, ein GitHub-Repository zu klonen, wo dann in der Shell-Nix irgendwas komisches Zeug ist. Das ist generell immer so. Ich habe hier genau das Gleiche, ich habe hier sogar noch Doku mit dabei. Mein Markup schaut auch gleich aus, das habe ich nur kopiert. Wir haben ein paar mehr UI-Messages, nennen wir die hier. Das schaut so aus. Und das ist der interessante Teil, weil wir haben nämlich hier, auf Deutsch vielleicht, Liste aller Aufgaben, die regelmäßig erledigt werden müssen. Markiere die Aufgaben, die du erledigen willst und drücke auf Abschicken. Der Button hat Abschicken
drauf. Aber ich will das nicht duplizieren, weil wenn der Button nämlich hier sich ändert zu foobar, dann soll oben auch foobar stehen. Das heißt, ich rufe hier rekursiv die Render-Message-Funktion wieder auf, als Übersetzer mit deutschem Commit-Button. So Späße werden dann plötzlich möglich. Das war noch eine interessante Sache. Genau, dann wird es bei Gettext irgendwann unmöglich. Okay, hier sieht man besser, was man wirklich hinschreibt. Mhm. Ich denke, für einen Übersetzer kann man das schon, dem kann man das schon zutrauen. So eine einfache Sache, ja, aber erstens, das sind auch wieder zwei Sprachen, die sehr eng verwandt sind. Wenn es dann ganz anders angebaute Sprachen werden, dann wird es auch schon mit der Struktur problematisch. Und natürlich, das sind dann die, wenn wir in die wirkliche Welt gehen, wo die Aufgaben dann sehr viel komplizierter sind, da kann man dann nicht unbedingt davon ausgehen, und vor allem, weil wenn es IT gibt, wird ja auch nicht gut bezahlt, dass dann wirklich Sach- und fachkundige Übersetzer sich dran machen. Also da würde ich bei dieser Annahme starke Zweifel aus der Erfahrung anmelden. Ich mache das ja seit langer Zeit gut. Also ich habe schon mal riesenlange Programmlistings übersetzt, also Kraftwerkssteuerung. Aber ich habe mich ja auch mit Kraftwerksbau, Kraftwerkssteuerung, Kraftwerksbetrieb ja ausgekannt. Da ging es ja noch, aber man sieht ja eben sehr, sehr oft die Ergebnisse. Genau. Was der Übersetzer braucht, ist die ganzen Kontexte in Kontext. Also im Sinne von, er muss nicht einzelne. Im Sinne von, er muss quasi sehen, wo das steht oder wo es hingeht. Mit möglichst viel Erklärung, was das eigentlich soll, was das Idealfall, er hat ja das Programm selber und sieht ja, wie das halt, was da läuft und was das soll. Aber wenn nicht, dass es dann in der Beschreibung, was das soll, was natürlich auch dazu hilft, eine ordentliche, brauchbare Bedienungsanleitung bzw. eingebaute Hilfe auch noch zu schreiben, wenn die Programmierer gezwungen werden, auch zu schreiben, worum es da geht und was da wirklich passiert. Das System kann natürlich auch für eingebaute Hilfe verwendet werden, würde ich sagen. Das Wichtige ist, dass man diese Tokens hier so grob wie möglich macht. Das ist ja auch immer empfohlen bei Übersetzungen, nicht als Satzteile, als einzelne Tokens zu machen, sondern eben lange Dinge. Hier und die ganze Introduction ist ein Block. Und das sind quasi immer Abschnitte der Seite, die komplett als einen Block übersetzt werden müssen, weil der Übersetzer weiß dann, was er wohin schreibt, was er fett machen muss, was er, genau. Genau. Also auch die konzeptuelle Überlegenheit von dem System zu Gettext, weil Gettext ist ja die Idee, dass man eigentlich alles irgendwie zerschnippelt und dann irgendwie komische kleine Tokens mit kryptischen Namen auslädt im Programm. Und, und man kann halt nicht sowas wie Markup machen, was ja schon ein ziemlich großer Fortschritt ist. Also in Gettext kann man halt nicht in einen Satz einen Button integrieren, der richtig übersetzt wird. Genau. Was ich noch sagen wollte, ist, dass das jetzt die statische Variante ist. Wir bauen jetzt den Typen hier statisch in unsere Source-Code-Datei. Was uns aber niemals daran hindern wird, das Ganze einfach das Ganze aus einem JSON zu laden, zum Beispiel. Oder was auch problematisch wird, weil dann kannst du weniger Variablen injizieren, das wird dann echt schwer, Tablet Haskell oder so. Oder diese Sachen zur Laufzeit zu ändern. Ist auch trivial, weil ich muss nur in meiner in der Main HS. Nur unsafe performer. Ich muss nur hier, wenn der User das nächste Mal die Seite requestet, dieses Stück Code hier eine andere Sprache eingeben. Also wenn er irgendwie einen Cookie geändert hat, dass er eine andere Sprache will, dann sage ich beim nächsten Mal ausliefern, umändern auf DE. Genau. Weitere Fragen?
damit umwickelt wird. Also wenn der Programmierer und der Übersetzer zwei ganz verschiedene Leute sind und der eine, beide können diese Grunddatentypen ändern, Messages da, du fügst es da Fehler ein, dann muss der andere das nachziehen, oder? Genau, dann wird der Compiler ihm sagen, was er machen muss. Dann committet der was nicht kompiliert, schickt es dem anderen rüber und der wird... Das sind soziale Probleme, die sind uns egal. Was man aber machen kann, ist als derjenige, der nicht übersetzt, einfach nur einen Stub hier einfügen. Also was ich reinschreibt und dann sind wir wieder dynamisch typisiert. Ja, genau. Was auch sehr dynamisch typisiert ist, ist, dass GHC by Default keine Exhaustion-Tests macht für die Pattern-Matchings hier. Das bedeutet, wenn ich hier einen einfach weglasse, werde ich das nicht merken, bis ich mal versuche, deutsche Sachen auszuliefern. Aber ich glaube, man kann bei Pattern-Matches auch sowas hier machen. Und dann wird, das können wir mal ausprobieren. Einfach mal hier Deutsch, es ist mir ein inneres Blumenpflücken. Aber ich glaube, ich habe jetzt hier zu viel geändert. Was sagt er denn noch? User auf 54, das habe ich dazu gefügt. Ups. Markdown, das habe ich hinzugefügt. Body Info, den Teil, der muss weg und Today muss hin. Und ES, der Teil muss weg. Ups. Current User. Der Teil muss weg. Passt. Jetzt habe ich es bestimmt noch auf Englisch. Das ist Murphy's Law, ja.